Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Rayman 2, die große Eskapade. Im letzten Part, waren wir beim Grab der Alten, haben da ehrlich gesagt ziemlich abgelost, wie man sieht. Wir haben nur 16 von 50 Lumps und nur die Hälfte der Käfige eingesammelt. Aber ich hoffe, das wird sich jetzt bessern beim Eisenberg, bei den Eisenbergen. Hinein. Wir können leider immer noch nicht mehr fliegen. Oh, schon wieder ein Boss. Willkommen im Saal des Rats der Kleinlinge. Großartig, du hast genug Lumps, um zu passieren. Bereite dich darauf vor, eine neue Welt zu entdecken. Viel Spaß, Alter. Tut mir leid, ich habe heute irgendwie ein bisschen einen Redehänger. Und einen Lesehänger habe ich vor allem. Aber das kriegen wir schon hin. Geh, sei nicht so schüchtern. Oh. Ich würde ja gerne in so ein, genau, in das Teil daran. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich muss ich da irgendwie von hier aus rüberfliegen oder so. Ah, so geht's natürlich auch. Denn ich möchte so wenig wie möglich dann nochmal hier später rein müssen. Haben wir noch was? Okay. Und flop. So. Damit ich, genau, für die 100%, ich werde hier ein 100% Let's Play draus machen. Achso, dann komme ich noch weiter hoch. Dass ich hier nicht allzu oft in die einzelnen Level wieder rein muss. You understand? Ja, you understand. Dann wollen wir das Teil nochmal hier holen. Wenn ich nicht so unfähig wäre, fängt hier wieder gut an. Wuppa! Zack! Das sieht besser aus. Und ich komme immer nicht dran. Okay, gut, egal. Ist mir jetzt egal. Dann versuche ich die anderen Lumps dann noch zu bekommen. Das war ziemlich riskant. Aber kein Thema für mich. Ah, von dem muss ich da wahrscheinlich hin, ne? Zu dem. Das kommt mir logisch vor. Flop. Ah, sehr schön. Haben wir schon mal die ersten paar Lumps eingesnackt? Wow. Ich muss echt sagen, die Levels... Das heißt ja die Levels, ne? Ja. Oder die Level... Die gefallen mir echt immer besser. Boah, was ist denn hier los? Voll die Disco-Party-Party. Ich möchte erstmal die Lumps hier einsammeln. Wie können wir das Teil denn treffen? Offensichtlich gar nicht. Fliegen wir hier runter? Okay, da unten ist auch nichts. Kämpfe, ja. Obwohl doch, das Teil müssen wir treffen. Ja, geh, Rayman, geh. Bitte geh. Hatte ich da eben alles schon fertig? Sozusagen. Der ist an. Der soll auch an sein. Ja, aber wie soll ich das denn bitte treffen? Ach, indem ich da wahrscheinlich mitlaufe. Der ist an, der nicht. Versuch den so... Ja, das ist komisch, was soll ich denn hier machen? Bin gerade ein bisschen überfragt. Overfragt bin ich gerade ein bisschen.
bisschen durchlassen hier. So, den will ich ja nicht. Ich will ja den anderen. Das heißt, wir springen hier einmal rüber. Da ist er. Den will ich haben. Boah, das ist anstrengend. So. Na, das hätte er mal treffen können gerade. Gut, ich habe es irgendwie geschafft, hier runterzukommen. Ich glaube, es ist anders gedacht eigentlich. Oh gut, das soll mich nicht stören. Sind wir wieder in der freien Natur. Oh! Erschreckt mich doch nicht so, Mann. Und zack. Einen willst du noch? Du willst noch... Okay, dann hier. Und Snack. Bam. Gib mir dein Leben. Achtung, Piranhas. Oh. Ach ja. Kommst du jetzt wieder? Ne, der ist weg. Aber der hier vorne kommt jetzt. Bam. Du brauchst aber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Von meiner Faust. Von meiner flachen Faust brauchst du ein bisschen... Flache Faust? Nee, wenn dann runde Faust, aber das wäre auch irgendwie komisch. So. Jetzt haben wir wieder diese goldene Faust, wofür die auch immer ist. Wahrscheinlich macht die wirklich mehr Schaden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass die irgendwann Sinn machen, Sinn erfüllen würde. Und ein Checkpoint wieder. Sehr schön. Oh. So ein Bob schon wieder. Oh, den brauchen wir bestimmt für irgendwas. Den brauchen wir doch für irgendwas. Wofür nur? Dich hauen wir erstmal. Wenn ich schaffen würde zu treffen. Sehr gut. Da oben. Da oben ist auf jeden Fall ein Käfig. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Wäre sonst doof. Aber ich denke mal nicht. Wupp. Swappa. So. Machen wir es einfach so. Dass wir von hier aus dagegen schießen, genau. Gut. Jetzt müssen wir nochmal eben hoch. Na komm. Na come on. Kennt das noch jemand? Diese Werbung, diese Autowerbung mit diesen Mannequins, die immer gesagt haben, come on. Hm, wahrscheinlich kennt das niemand mehr, ich bin schon alt. So, hier rüberfliegen. Wunderschön. Am besten das Leben noch mitnehmen. Öffnen. Hm. Scheint so, als wir den Piraten eben wirklich nicht gebraucht hätten. Aber gut. Sicher ist sicher. Oh! Ja, ich weiß, ich will wegspringen. Ich möchte wegspringen. Das Spiel hat keinen Bock drauf. Aber mit der Superfaust ist es natürlich ein One-Hit. Ein One-Hit-Wonder. Ich bin bestimmt der Erste, der diesen Witz gemacht hat. Ist hier unten noch irgendwas? Ne. Von wegen. Von wegen ist hier was. So. Hallo? Wasser. Haben wir... Och nee. Spiel, warum? Das ist echt doof jetzt. Das ist doof gemacht. Ja, aber nein, das schneide ich nicht raus. Aber ihr könnt vorspielen, wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt. So, aber wir sind ja auch gleich wieder da. Hier rüber. Und... Lopp. Nochmal aufmachen, bitte. Dankeschön. Aber die Musik ist wieder cool. Richtig flippig. Funky. Funky Town. So. Jetzt aber... Okay. Ich sehe dich. Oh, One Hit. Den Käfig würde ich trotzdem gerne treffen. Vielleicht von hier aus. Dankeschön. So. Schon 19 von 50.
Mehr als im letzten Level schon mal. Und ich gehe mal von der Annahme aus, dass wir höchstwahrscheinlich sterben werden, wenn wir in dieses schnell fließende Wasser reinspringen. Deswegen wollen wir das natürlich möglichst verhindern. In den Ballon. Können wir da rein? Ja, ich denke, da können wir rein. Fett. Wo fliegen wir jetzt hin? Oh. Bist du böse? Ich hoffe mal nicht. Wenn du böse bist, dann wäre ich ziemlich im Argen. Ah, ich sehe schon. Du musst hochspringen. Spring mal. Oh, jetzt habe ich es verpasst. Sehr schön, danke. Aber der wird ja nicht nur dafür da gewesen sein. Och, wieder so ein Typ. Aber ein Käfig, habe ich gehört. Und zwar den letzten seiner Art. Wieso kann man sich nicht daran festhalten? So. Besserungsanstalt für gestörte Kinder. Na, danke. Du Arschen. Wie kommt man doch gar nicht ohne dass er entschlägt. So, da ist der letzte Käfig schon mal. Haben wir das schon mal hingekriegt. 3 von 3 Käfigen klingt gut. Und da können wir auf jeden Fall aufmachen. Oh, das sind Globox-Babys. Die mag ich, die sind süß. So cute. Aber gut. Ja, das hat sich gereimt. Wo müssen wir denn hin? Ach, da müssen wir hin. Und ich bin zu doof, da hinzufliegen. Oder hinzuspringen oder hinzulaufen einfach. Wenn man es ganz einfach nimmt, zu laufen. Ah, hier wieder dieser Jumper. Jumping Pad. So, vielen Dank. Och, nee. Jetzt geht's aber ordentlich ab hier. Okay. Hier rüber. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Nach oben offensichtlich. Und wo genau? Offensichtlich nicht hier hin. Voll auf die Globox-Kinder geflogen. Aber wo müssen wir denn hin? Aber nur ein Pfeil nach oben. So. Pfeil nach oben. Fliegen wir mal dahin. So. Vielleicht hier weiter einfach. Ja, das ist eine Möglichkeit. Okay, hier lang. Da ist ein Schalter auf jeden Fall. Und es scheint mir so, als wären wir hier auf einem Schiff von den Piraten. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oder war das nur der Sinn, von der Rakete hier hinzukommen? Dann laufen wir nochmal hier hoch. Okay. Ich bin leicht überfragt momentan. Könnte man mir anmerken. Wow! Ich wollte abspringen. Aber ich kann irgendwie nicht abspringen. Das ist doof. Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So.
Natürlich, wir laufen an der Decke und können einfach springen. Ach, Spielchen. Ich hoffe, ich sterbe hier jetzt nicht. What the... Ich denke mal, das war ein Bug. Ich nehme es mal an. Gut. Jetzt wollen wir uns mal konzentrieren, ne? Und zur Linken. So, dann einmal hier ganz rumlaufen. Wahrscheinlich müssen wir die Knöpfe mit der Rakete hier abschießen einfach. Oh, die Globox-Babys sind süß. So, zack, genau. Und zack. War es das jetzt schon? Ah, die Tür ist offen. Dann durch da. Welche Richtung müssen wir? Gut. Nochmal zurück. Da sollten wir auf jeden Fall nicht hin. Wir haben die Globox-Babys befreit. Aha. Müssen wir den jetzt abschießen damit? Warum auch immer. Oder auch nicht. Da müssen wir hin. Ich bin immer noch leicht überfragt. Was müssen wir mit der Rakete machen? Natürlich müssen wir jetzt erstmal wieder die Knöpfe anmachen. Ne, müssen wir nicht. Die sind schon offen, okay. Tür ist offen. Dann durch. So. Aber was bringt es uns, dass wir jetzt eine Rakete haben? Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt. Ich verstehe es nicht. Müssen wir damit in den Roboter reinspringen oder nicht? Sonst setze ich hier... Ich gebe dem jetzt noch einen Anlauf im Spiel. Und sonst gucke ich in der Lösung nach, weil da... Tut mir leid, aber das ist... Wir müssen hier irgendwas machen, wo ich überhaupt drauf nicht klarkomme gerade, weil ich nicht weiß, was wir machen müssen. Ich probiere jetzt mal auf diese kleine Insel da zu kommen. Und möglichst nicht vom Roboter angegriffen zu werden. Der jetzt schon wieder kommt. Natürlich, weißt du... Nee. Einmal probiere ich es jetzt noch. Hallo? Danke. Oder auch nicht. Ich will nicht sagen, aber manchmal ist das ein bisschen sehr buggy mit dem... mit der Rakete. So, hier in die Wand, dann hier raus. Oder? Hier müssen wir auch raus, oder? Die Globox knabbern das auf jeden Fall. Oh! So. Roboter, hm? Du willst mir auch Reis tun. Oder doch? Möchte er. Der ist vor allem schneller als wir. Ein einziges Mal noch nehme ich es auf. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Oder was auch immer ich hier tun soll, wenn das nicht klappt, dann werde ich einen Schnitt machen. Natürlich. Fliege ich gleich wieder auf die Fresse.
So, Kinders, was macht ihr hier? Ich frage mich immer noch, wofür ich die Rakete brauche. Vielleicht brauche ich sie gar nicht mehr. Wenn man's ausspricht und sagt, einen Versuch gebe ich dem Spiel noch, dann klappt's plötzlich. Aber gut. Ich schau mal nach, wie lange ich schon aufnehme. Sonst mache ich hier einen Cut. Was heißt, sonst mache ich hier einen Cut? Ich mache dann auf jeden Fall einen Cut. Wenn es jetzt die richtige Länge haben sollte, wünsche ich euch schon mal eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Bye.